Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Hero Game TV. Heute in diesem Video zeige ich euch mal zwei Anfänger Money Glitches, mit denen ihr ohne Startkapital als Anfänger eine Menge Geld bekommen könnt. Dafür schon mal gerne ein Like da, würde mich mega freuen, wenn wir heute auf diesem Video mal wieder die 500 Likes packen würden. Außerdem verlose ich noch pro 100 Likes einen Modded Account. Auf diesem Modded Account befinden sich Modded Farben, Modded Outfits und 500 Millionen GTA Dollar. Also ein richtig heftiger Account. Mit dem Account habt die auch keine Geldprobleme mehr in GTA und müsst keine Glitches mehr machen oder keine Money-Methoden mehr. Da habt ihr genug Geld, richtig coole Outfits, richtig coole Farben, kann ich euch nur empfehlen. Um einen Account zu gewinnen, müsst ihr das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Davon schickt ihr mir dann ganz einfach einen Screenshot auf Instagram. Pro 100 Likes gibt es dann einen Modded Account. Und wenn du im nächsten Video von mir gegrüßt werden möchtest, dann aktivier jetzt die Glocke und schreib so oft wie es nur geht Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare, denn ich werde im nächsten Video denjenigen grüßen, der unter dieses Video am häufigsten Hashtag Glocke aktiv kommentiert hat. Also ihr wisst Bescheid, Glocke aktivieren und so oft wie es nur geht Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben. Ich bin mal gespannt, wer am häufigsten Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreibt. Außerdem habe ich heute noch eine kleine Wette für euch am Start. Ich wette nämlich, dass es jetzt niemand schaffen wird, innerhalb von 3 Sekunden das Video mit dem kleinen Finger zu liken. Ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1, Stopp. Ich denke nicht, dass es jemand geschafft hat. Und wenn du es geschafft haben solltest, dann schreib einfach mal Hashtag geschafft unten in die Kommentare. Kommen wir jetzt aber mal zum eigentlichen Thema des Videos. Und zwar habe ich heute zwei Anfänger-Money-Glitches für euch am Start, mit denen ihr als Anfänger eine Menge Geld bekommen könnt. Natürlich verdient ihr bei diesem Glitch keine Millionen, aber für Leute, die kein Geld haben in GTA, lohnt es sich auf jeden Fall, da ihr noch nicht mal einen Freund braucht. Das Ganze geht nämlich locker, easy, solo. Beide Glitches richtig geil, Leute. Das heißt, wenn ihr Anfänger seid, kein Geld habt, dann macht diese beiden Glitches auf jeden Fall. Fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Glitch, denn dafür geht ihr jetzt einfach mal in eine öffentliche GTA Online-Sitzung und begibt euch zu der Stelle, die ich euch gerade auf der Karte zeige. Ein kleiner Tipp von mir, nimmt für den Glitch am besten ein Motorrad, damit geht das Ganze nämlich am schnellsten. Seid jetzt aber an diesem Ort angekommen, geht ihr in den Shop rein, bedroht den Kassierer mit einer Waffe, schießt ein bisschen umher, damit er ein bisschen schneller ausräumt und dann geht ihr jetzt einfach um diesen Tresen rum und wartet, bis er die Tüte rausholt und wenn er die Tüte rausholt, schlagt ihr ihn um und spammt die rechte Pfeiltaste, denn dann wird der Charakter von euch den Geldsack einsammeln und die Kasse nochmal ausrauben und damit raubt ihr den Laden einfach zweimal aus und das bringt schon mal eine Menge Geld und das geht auf jeden Fall viel schneller als ein paar Missionen zu spielen. Habt ihr jetzt den ersten Laden ausgeraubt, werdet ihr merken, dass ihr Sterne bekommen habt, dann geht ihr einfach aus dem Laden raus und fahrt zum zweiten Laden. Der ist nämlich kurz um die Ecke, ihr seht da im Hintergrund, wie ich da hinfahre. Und dann macht ihr das gleiche beim zweiten Laden und wenn ihr es von der Zeit her schafft, das habe ich im Hintergrund nicht geschafft, weil die Polizei dann schon reinkam, solltet ihr es aber schaffen von der Zeit, dann gibt es um die Ecke noch einen dritten Laden und da könnt ihr das Ganze auch machen. Aber ist es bei euch wie bei mir und ihr habt keine Zeit, weil die Cops schon in der Tür stehen, dann geht ihr jetzt einfach in den Editor. Vom Editor geht ihr dann ganz einfach wieder in GTA Online rein und dann spawnt ihr wieder beim Shop und könnt das Ganze von vorne machen. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit durchziehen. Also für Anfänger lohnt es sich auf jeden Fall. Ich werde euch jetzt so ein, zwei Runden einblenden, wie ich diesen Glitch gemacht habe, damit ihr das Ganze noch ein bisschen mehr versteht. Kleiner Spoiler am Rande, ich habe es nicht geschafft, den dritten Laden auch noch auszurauben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt, den dritten Laden auch noch auszurauben. Würde mich mal interessieren.
für den zweiten Glitch geht ihr einfach in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung, damit ihr nicht von Online-Spielern abgefuckt werden könnt. Dann geht ihr auf die Option-Taste, geht auf Online, Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, geht auf Missionen und startet die Mission Radikal Kur 2. In der Mission angekommen, fahrt ihr jetzt erstmal zum Parkplatz und zerstört dort die Fahrzeuge. Habt ihr die Autos zerstört, steigt in die Banshee ein und dann bekommt ihr Sterne. Jetzt könnt ihr entweder Lester anrufen oder von den Cops abhauen. Ich würde euch empfehlen, einfach Lester kurz anzurufen und dann fahrt ihr jetzt erstmal in Richtung Simeons Garage. Seid ihr bei Simeon angekommen, fahrt ihr geradeaus unter der Brücke durch und biegt die nächste links ab. Bei mir im Gameplay ist komischerweise ein Cut drin, ich weiß auch nicht, wie der da reinkommt, aber seid ihr die nächste links abgebogen, parkt ihr euer Auto genauso wie ich das im Hintergrund mache und dann steigt ihr aus, rennt in den Shop rein und dann werdet ihr feststellen, dass ihr die Kassen aufschießen könnt und das Geld einsammeln könnt. Das macht ihr dann die ganze Zeit, dann rennt ihr wieder aus dem Shop raus, rennt um das Auto rum, rennt wieder in den Shop rein und macht die Kassen wieder leer. Und das ist der zweite Anfänger-Money-Glitch, den ich heute für euch am Start habe. Wenn ihr mehr Anfänger-Money-Glitches sehen wollt, dann schreibt mir Hashtag Anfänger-Money-Glitch unten in die Kommentare und dann werde ich mal schauen, dass ich da vielleicht noch ein paar mehr Anfänger-Money-Glitches hochlade. Und ja, auch das könnt ihr jetzt die ganze Zeit weitermachen. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr mit dem Glitch jetzt genug Geld gemacht habt, dann steigt ihr einfach in das Auto ein, fahrt zu Simeon und beendet die Mission und dann bekommt ihr auch noch ein bisschen Geld für die Mission und ich finde es auf jeden Fall ein richtig cooler Glitch für Anfänger. Ihr könnt ja eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch alles unten in die Kommentare. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet auf jeden Fall das Video, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und teilt den Kanal auch gerne an eure Freunde weiter. Ich bin jetzt erstmal raus. Haut rein und ciao, Leute.